In Brasilien spitzt sich die Corona-Krise weiter zu. Das größte und mit 210 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas hat Großbritannien bei der Zahl der Corona-Infizierten überholt und liegt nun mit über 270.000 Infizierten auf Platz 3 weltweit, hinter den USA und Russland. Knapp 18.000 Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben, zuletzt an einem Tag fast 1.200, ein trauriger Rekord. Brasilien ist auf dem Weg, zum Epizentrum der Krise zu werden. Der strukturschwache Norden und der Nordosten Brasiliens sind am meisten betroffen. Der Bundesstaat São Paulo allein hat mehr Corona-Tote als ganz China, nämlich 5.000. Die fünf Städte mit der höchsten Infektionsrate und auch mit der höchsten Mortalitätsrate liegen allesamt im Bundesstaat Amazonas. Manaus, die Hauptstadt des Bundesstaats, muss seine Toten in hunderten Massengräbern beerdigen. Brasiliens Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen. Unter Krankenschwestern verzeichnet Brasilien die meisten Opfer der Welt. Jetzt nimmt das Land angesichts der Krise 150 Mediziner aus Kuba auf. Verschärft wird die katastrophale Lage durch chaotisches Krisenmanagement. Während Rio de Janeiro oder São Paulo Ausgangsbeschränkungen verhängt haben und Geschäfte schließen, hält der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro das Virus weiterhin für eine leichte Grippe. Er will so schnell wie möglich zur Normalität zurück. Und der Höhepunkt der Krise wird erst im Juni erwartet.